Na, was liegst du jetzt wieder so faul rum, hä? Es wird mal Zeit, dass du jetzt mal eine vernünftige Ausbildung suchst. Oh, boah, was? Boah, ich hab doch gerade jetzt erstmal die Schule fertig gemacht. Jetzt lass mich doch erstmal ein bisschen chillen, okay? Ich find schon irgendwann was. Nix da! Du musst schnell den Anschluss finden, Mann, damit du keine Lücke im Lebenslauf hast. Du kannst dich schon mal darauf einstellen, dass du die Schule bald wiedersehen wirst. Allerdings auf eine neue Art und Weise. Was für Schule, hä? Ich dachte, ich fahre da ganz entspannt zum Betrieb, arbeite 8 Stunden, ja, und dann ist Feierabend. Hast du noch gar nichts vom dualen Ausbildungssystem gehört? Du duell Ausbildungssystem, hä? Heißt das, ich muss mit anderen Azubis kämpfen? Nicht duell, dual. Dual ist die Ableitung vom lateinischen Wort dualis und bedeutet, dass etwas aus 2 Elementen besteht. Aus 2 Elementen? Wie genau soll ich mir das jetzt vorstellen? Ganz einfach, du arbeitest nicht nur im Betrieb, sondern du besuchst auch nebenbei eine Berufsschule. Und wozu das Ganze? Ich bin jetzt endlich mit der Schule fertig und ich habe ehrlich gesagt 0 Bock, da wieder hinzugehen. Nee. Keine Angst, nein, nein, so wie normale Schule wird das gar nicht. Während du in deinem Betrieb alle praktischen Abläufe kennenlernst, die für deine Ausbildung relevant sind, lernst du in der Berufsschule das Theoretische einfach, was dafür relevant ist. Aber natürlich dann auch noch die normalen Hauptfächer wie Deutsch, Mathe oder Englisch. Ach so, jetzt verstehe ich das Ganze. Es geht also darum, Praxis und Theorie sinnvoll zu kombinieren. Die Praxis hast du im Betrieb und die Theorie hast du in der Berufsschule. Okay, aber wie bekommt man das eigentlich alles unter einen Hut? Richtig, du hast es kapiert. Normalerweise gehst du 1 bis 2 Mal die Woche zur Berufsschule, aber es gibt auch den Blockunterricht. Das bedeutet, dass du dann ein paar Wochen am Stück in der Berufsschule bist und dann wieder im Betrieb. Ach so, jetzt verstehe ich, okay. Ich glaube, dann wäre mir da echt Blockunterricht lieber, weil dann kann ich mich in diesem Zeitraum vollständig auf die Schule konzentrieren und muss dann gedanklich nicht immer so hin und her switchen zwischen Arbeit und Berufsschule. Ja, das geht schon vielen Menschen so, aber da tickt auch jeder wieder anders. Wie klingt denn das duale System so bis jetzt für dich? Ja, boah, das klingt doch schon echt ziemlich spannend, muss ich sagen, ja? Aber welche Voraussetzungen muss man erfüllen, um eine duale Ausbildung anzufangen? Rechtlich gesehen ist kein bestimmter Abschluss vorgeschrieben. Jeder Betrieb entscheidet halt selber, welche Qualifikationen notwendig sind, um dort halt eine Ausbildung starten zu können. Das ist aber bestimmt nicht nur auf den Abschluss und auch auf den Notendurchschnitt bezogen, oder? Nein, natürlich nicht. Persönliche Stärken sind auch sehr, sehr wichtig. Zum Beispiel als Handwerker braucht man ja halt handwerkliches Geschick, ne? Was man von dir nicht wirklich behaupten kann. Ja, an Werken war ich immer ziemlich schlecht. Ich weiß noch, wie ich die Bohrmaschine geschrottet habe. Oh Gott, das ist so peinlich gewesen. Damals in Werken. Ja, da muss ich aber echt nochmal rausfinden, was eigentlich meine persönlichen Stärken sind. Ja, ich muss bis heute noch drüber lachen. Aber weißt du, jeder findet seine persönlichen Stärken. Es ist ganz wichtig, halt tief in sich zu gehen. Zum Beispiel als Kaufmann für Büromanagement
Da musst du sehr organisiert sein und zudem brauchst du auch eine sehr gute deutsche Rechtschreibung. In Deutsch war ich eigentlich immer sehr gut, ja. Und Büromanagement, das klingt so nach Organisieren von Büroprozessen. Dafür braucht man auch bestimmt MS Office-Kenntnisse, ne? Und die habe ich eigentlich auch. Das klingt eigentlich ziemlich interessant. Ich glaube, ich schaue mir diesen Ausbildungsgang mal genauer an. Ja, ist doch perfekt. Siehst du, so schnell kann es gehen. Und übrigens, eine duale Ausbildung dauert im Schnitt zwischen 2 und 3,5 Jahren. 3,5 Jahre wäre schon eine lange Zeit. Kann man diese Zeit auch verkürzen? Ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Wie zum Beispiel lange Berufserfahrung, ein hoher Schulabschluss oder du zeigst in der Ausbildung eine extrem starke Leistung. Na, dann werde ich mich richtig reinhängen, wenn es soweit ist. Auf jeden Fall. Aber wann ist dann meine Ausbildung eigentlich abgeschlossen? Sehr gut, das ist die richtige Einstellung. Abgeschlossen hast du deine Ausbildung, wenn du am Ende der Ausbildung die Abschlussprüfung erfolgreich abschließt. Ne? In der Mitte der Ausbildung kommt dann noch eine Zwischenprüfung. Diese zählt zwar auch in die Abschlussnote rein, aber der richtig, richtig fette Batzen kommt erst am Ende bei der Abschlussprüfung. Okay, das klingt nach einer Herausforderung. Und ich liebe Herausforderungen. Aber was sind eigentlich die Vorteile einer dualen Ausbildung? Sehr gut, jetzt bist du richtig Feuer und Flamme. Ein großer Vorteil ist halt, dass Theorie und Praxis vereint werden miteinander. Und das ist extrem wichtig für die spätere Ausübung des Berufes. Ja, das ergibt durchaus Sinn, auf jeden Fall. Du hast ja auch gesagt, dass es keine gesetzlichen Rahmenbedingungen gibt, um halt eine Ausbildung anzufangen, sondern es wird vom Betrieb ja festgelegt. Das heißt, es haben ja viel, viel mehr Leute die Chance, eine duale Ausbildung anzufangen. Jetzt ganz im Gegensatz, wenn man studieren will, wo alles vorgeschrieben ist, was man erreicht haben muss. Richtig, das ist auch ein Vorteil, genau. Zudem sind die Ausbildungsordnungen bundesweit geregelt, was einen sehr guten Vergleich ermöglicht. Was sind so die Nachteile eines dualen Ausbildungssystems? Leider sind derzeit viele Ausbildungsplätze unbesetzt. Das liegt zum einen daran, dass halt gerade der Trend da ist, zu studieren. Viel mehr Leute wollen studieren heutzutage. Und zum anderen stellen viele Betriebe zu hohe Anforderungen, die halt dann Bewerber nicht erfüllen können. Außerdem ist es auch nicht unbekannt, dass Azubis für einfache Arbeiten ausgenutzt werden und halt kaum Dinge lernen, die für die Ausbildung eigentlich relevant sind. Ja, ich verstehe, das sind Nachteile, die muss man berücksichtigen auf jeden Fall. Aber Qualifikation bringe ich eigentlich eine jede Menge mit. Und ich glaube, ich habe schon ein Auge dafür, einen Betrieb zu finden, der seriös ist und mich auch nicht ausnutzt. Ne? Ich glaube, ich werde mich heute echt gleich mal an die Suche machen und Bewerbungen schreiben und den dann auch gleich heute noch rausschicken auf jeden Fall. Sehr, sehr gut. Das ist die richtige Einstellung. Ich wünsche viel Erfolg, Mann. Danke, Mann. Ich gebe mein Bestes.